Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Marie-Louise möchte endlich ihre Schwester Marina wiedersehen. Die beiden Geschwister wurden im Alter von 2 und 3 Jahren von ihren leiblichen Eltern in ein Kinderheim gegeben. Schon kurze Zeit später wurden sie auseinandergerissen und wuchsen in verschiedenen Familien auf. Seitdem vermisst Marie-Louise ihre Schwester und es ist ihr größter Herzenswunsch, dass Marina endlich wieder Teil ihres Lebens wird. Göttingen. Hier in der niedersächsischen Universitätsstadt lebt Marie-Louise. Die 41-Jährige hatte in einem Brief um Hilfe bei der Suche nach ihrer Schwester gebeten. Dass ich mich heute auf den Weg zu ihr gemacht habe, das ahnt Marie-Louise nicht. Durch die Informationen, die Marie-Louise mir geschrieben hat, konnte ich bereits recherchieren. Und mit dem Ergebnis meiner Suche werde ich Sie jetzt gleich überraschen. Mein Ziel sind die Göttinger Werkstätten. In der Einrichtung für geistig behinderte Jugendliche ist Marie-Louise halbtags beschäftigt. Sie müsste heute Morgen hier zu finden sein. Marie-Louise arbeitet hier und ich möchte sie jetzt da überraschen. Da ist eine Klingel. Hallo. Hallo. Hallo, ich möchte zur Frau Kister. Ist die da heute? Arbeitet die? Ja, die arbeitet. Darf ich zu dir? Dann, ja, komm sie rein. Wo ist die denn? Ich würde sie so gerne überraschen. Okay, die ist hier das Treppenhaus hoch. Ja. Und dann im 2. Stock. Alles klar, ist für eine gute Sache. Nichts Schlimmes. Bitte, dann einfach da hoch. Einfach hier hoch. Vielen Dank. Ja, gerne. Hallo? 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 Da ist nix. Hier ist niemand. Vielleicht ist ein Stock tiefer. Ich höre jemanden auf der Treppe. Hallo? Hallo? Frau Kister? Hallo? Hallo? Hallo, Marie-Louise. Hallo. Na? Na? Überrascht? Ja. Du hast mir geschrieben. Ja. Darf ich du sagen? Ja. Ganz aufgeregt. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das verstehe ich. Es gibt jemanden, den du suchst. Ja. Wer ist das? Meine Schwester. Genau. Deswegen bin ich hier. Okay. Dann würde ich dich jetzt gerne mitnehmen und dann unterhalten wir uns in Ruhe. Okay. Dann muss ich meine Chefin jetzt erstmal fragen. Sie weiß Bescheid. Okay. Sollen wir das machen? Ja, gerne. Ja? Wird alles, komm mal her. Ich hab gar nicht mitgerechnet jetzt. Dann lass uns gehen. Okay. In einem nahegelegenen Hotel setze ich mich mit Marie-Louise in Ruhe zusammen. Marie-Louise, du hast mir geschrieben, weil du nach deiner Schwester suchst, ne? Ja. Kannst du mir erzählen, warum ihr getrennt voneinander aufgewachsen seid? Also wir sind damals zusammen ins Kinderheim gekommen. Ich war 3 oder 4 und sie halt 1 Jahr älter. Da wurde ich adoptiert und meine Schwester ist halt, soweit ich weiß, in dem Kinderheim geblieben. Und was weißt du über eure leiblichen Eltern, über eure Geschichte? Dass wir vom Jugendamt dann doch irgendwie weggenommen worden sind. Mhm. Und und ansonsten weiß ich gar nichts. War das schwierig für dich, dich zu fragen, warum ist sie nicht mit mir zusammen groß geworden? Also Anfang ging es, ich denke mal, da war ich auch einfach zu klein. Aber je älter ich dann geworden bin, habe ich natürlich auch meine Adoptivmutter gefragt. Hat sie dir das begründet? Weil sie der Meinung war, es würde sie nicht schaffen, 2 Kinder zu nehmen. Ich verstehe es, weil meine Adoptivmutter selber noch nicht alt und hat sich dann halt nur für mich entschieden. Seit wann denkst du an deine Schwester? Ich glaube eigentlich, ja, immer. Genauso wie ich mit dem Gedanken groß geworden bin, dass es sie gibt. Vermisst du sie? Ja, vermisse sie, ja. Was würde dir das bedeuten, wenn deine Schwester vor dir stehen würde? Das würde mir im Moment alles bedeuten. Ja. Ja? Das wäre wirklich mein größter Wunsch. Wonach hast du Sehnsucht? Dass sie vielleicht genauso fühlt. Und sich freuen würde, mich zu sehen und kennenzulernen. Du bist selber
ziemlich früh, schon mit 17, glaube ich, Mama geworden. Mit 16, ne? Ja. Mit 16? Ja. Wie viele Kinder hast du? Drei Töchter. Und was bedeutet dir deine Familie? Meine Kinder bedeuten mir alles. Und mein Mann natürlich auch. Wissen die, wie sehr du deine Schwester vermisst? Ja. Ja. Marie-Louise, ich hatte ja durch dich ein paar wenige Informationen für meine Suche. Unter anderem hatte ich den Geburtsnamen deiner Schwester, Marina Wielert. Ich war mir zwar die ganze Zeit nicht sicher, ob der Name sich nicht geändert haben könnte, und habe aber trotzdem danach recherchiert. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen und irgendwann einen Eintrag bekommen, und zwar in Braunschweig, genau zu diesem Namen. Und da bin ich hingefahren in der Hoffnung, dass es sich um deine Schwester handelt. Schau mal. Braunschweig einige Tage zuvor. In der niedersächsischen Stadt ist laut meiner Recherche eine Frau verzeichnet, die den Namen von Marie-Louise Schwester trägt. Ob es sich bei ihr aber auch tatsächlich um die Gesuchte handelt, das möchte ich vor Ort herausfinden. Nummer 39. Hier 38 bis 40. Ich weiß nicht, wo das ist. Entschuldigung? Die Nummer 39 suche ich. Die 39? Ja. Ist in der Mitte. Kann man da reinfahren? Ja, oh. Dankeschön. Da in der Mitte, da können Sie reinfahren. Danke. Die Post, die bringt sich mal aus. So, da. 39. Jetzt Daumen drücken, dass sie zu Hause ist. Oh, oh, viele Klingeln. Nichts dabei. Da, Wielert. Ja, hallo, hier ist Leischig. Frau Wielert, ich müsste mit Ihnen sprechen. Würden Sie mich kurz reinlassen? Ja. Ja? Danke. Wielert. Hallo. Kein Schreck kriegen. Hallo. Hallo. Sind Sie Frau Wielert? Ja. Und Frau Wielert, wissen Sie, ob Sie in einem Kinderheim aufgewachsen sind, in Einbeck? Ja. Ja? Dann müsste ich ganz dringend mit Ihnen reden, weil es jemanden gibt, der Sie sucht. Mhm. Ja? Ja. Sind Sie aufgeregt? Ja, natürlich. Müssen ja. Sie nicht sein. Wird alles gut. Gibt gute Neuigkeiten. Okay, super. Ja? Setzen wir uns zusammen und dann erzähle ich es Ihnen. Ich habe sie gefunden. Dann haben wir uns zusammengesetzt. Und dann habe ich ihr erzählt. Guck mal weiter, ja? Marina, ich bin hier, weil es jemanden gibt, der dich sehr sehnsüchtig vermisst. Kannst du dir vielleicht vorstellen, wer das sein könnte? Also ich vermute mal, dass das meine leibliche Schwester ist. Weißt du, wie sie heißt? Ja, Marie-Louise. Genau, die sucht nach dir. Ah, super. Hast du manchmal an deine Schwester gedacht? Ja, die hat ja kurz vor mir Geburtstag. Wann ist denn ihr Geburtstag? Am 9. November. Seht das alles. Und da denkst du an sie? Ja. Schon was Besonderes. Hat sie das richtig gemacht, nach dir zu suchen? Auf jeden Fall. Ich habe immer gehofft, dass ich kennenlerne. Ja. Die freut sich sehr auf dich. Ist das schön zu wissen, dass da jemand ist, der einen lieb hat? Auf jeden Fall. Bist du liebevoll und behütet aufgewachsen? Ich bin im Heim aufgewachsen. Dann war ich in der ersten Pflegefamilie. Dann war ich von 84 bis 1989 bei der zweiten Pflegefamilie. Bis Ende 1993 war ich hier in Braunschweig im Heim. Und seitdem bin ich in eigenen Wohnungen. Aber schon viel umgereicht worden als Kind, ne? Ja.
Marina, wie sieht denn heute dein Leben aus? Ja, also ich habe leider keine Familie, keinen Freund, keine Kinder. Wohne in einer bescheidenen Wohnung, gehe meiner Arbeit als Reinigungskraft nach. Aber trotz alledem bin ich in meinem Leben zufrieden. Möchtest du mal sehen, wie deine Schwester aussieht? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, das ist deine Schwester. Oh, dass das meine Schwester ist. Und hier sind deine drei Nichten. Drei Nichten. Adrina, Milena und Leonie. Ach, super. Auf, dass die nicht so enttäuscht sind. Ich habe ja keine Kinder vorzuweisen. Marina, freust du dich auf deine Schwester? Auf jeden Fall. Also die ist ganz groß, die Vorfreude. Ich kann es kaum erwarten, lieber heute wie morgen. Schön. Ich habe gehofft, dass du weißt, dass es mich gibt. Denk ganz viel an dich. Die hat mir noch gesagt, dass sie das erste Mal überhaupt so mit jemandem darüber gesprochen hat. Ich glaube, es wird Zeit, dass sie jemand aus dem Schneckenhaus holt. Und da ist die Schwester vielleicht genau die Richtige. Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Deine Schwester ist hier. Die wartet draußen. Nee. Soll ich dich hinbringen? Als Kinder wurden die beiden Schwestern Marie-Louise und Marina vor über 40 Jahren getrennt. Hinter beiden liegt eine endlose Zeit der Sehnsucht und der Suche. Eine Suche, die nun endlich ein glückliches Ende finden soll. Marie-Louise, es ist soweit. Du kannst jetzt zu deiner Schwester gehen. Wie nervös ich die ganzen Tage und Jahre bin. Da haben wir uns aber viel zu erzählen. Auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch, warum ich so klein bin. Ja, ich bin auch nicht viel größer. So, das ist aber schön, euch zusammen zu sehen. Ich wünsche euch alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Für Marie-Louise ist ihr größter Traum in Erfüllung gegangen. Und Marina fühlt sich zum ersten Mal in ihrem Leben nicht allein. Die Schwestern haben nun eine Chance auf eine glückliche, gemeinsame Zukunft.